Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mal wieder in Beeskow, da rennen noch drei rum und vor mir sind 27, heute ist übrigens das Pfingstwochenende von 2022. Die Polizei ist wohl der Meinung, dass sie uns heute nicht begleiten muss, aus dem Grunde müssen wir hier selber für die Verkehrssicherheit so ein bisschen sorgen. Aber alles gut und wie ich immer gesagt habe, wenn es unter 50 sind, laufe ich definitiv mit. Bei über 50 lasse ich mir das mal durch den Kopf gehen. Aber wie gesagt, bei 27 muss man definitiv dabei sein und das Ganze nicht nur dokumentieren. Ich möchte hoffen, dass dann demnächst wieder mehr mit bei sind. Wie gesagt, Pfingsten entschuldige ich durchaus ein bisschen, weil die eine Stunde aus dem Garten von mir aus hierher zu fahren, kurz präsent zu zeigen, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen zu viel. Gut, was soll's. Ich werde mich da nicht in die persönlichen Befindlichkeiten begeben oder mich dazu äußern. Ich sehe es nur so, dass jede Bürgerin und jeder Bürger wissen sollte, dass diese Spaziergänge wichtig sind und dass derzeit nur wieder eine Politik betrieben wird, die uns besänftigen soll. Und im Herbst, ob ihr es glaubt oder nicht, kommt dann wieder das große Abschließen. In dem Sinne mache ich erstmal Schluss. Die 2 Minuten haben wir fast voll. Reicht für YouTube. Bis dann. Ciao.